2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mit einer besonderen Folge. Das mag ich vielleicht oft sagen, aber ich finde, heute stimmt es tatsächlich. Sein Telefonat nach Havanna und wir beschäftigen uns mit dem Thema, was ist wirklich los auf Kuba? Dazu haben wir uns entschieden, mit einem Kubaner zu sprechen, der tatsächlich in Havanna lebt und dort auch arbeitet. Rudi heißt er, der ist nicht Mitglied in der Kommunistischen Partei oder einer der Massenorganisationen. Insofern sprechen wir jetzt nicht mit einem Parteikader, der eine offizielle Meinung widerspiegelt. Aber Rudi versteht sich auf jeden Fall als Sozialist, ist aber auch ein kritischer Kopf, der sich seine eigenen Gedanken macht. Und insofern wird das Gespräch sehr interessant werden. Paddy ist heute nicht dabei, nächstes Mal bestimmt wieder. Und ich würde sagen, ich rufe jetzt einfach mal in Havanna an und wir sprechen mit dem Rudi. Viel Spaß beim Gespräch. Ja, willkommen Rudi in der Kommunistenkneipe. Ich sende viele Grüße nach Havanna. Schön, dass es klappt. Ich habe dich gerade am Telefon. Kannst du mich hören, Rudi? Ja, danke, Flo. Ich freue mich auf dieses Interview machen und ja, deshalb machen wir so. Genau. Ja, ich glaube, so weit weg haben wir noch nie telefoniert, also einmal quer über den Atlantik. Insofern freue ich mich sehr. Ich fange mal an, oder wir steigen mal ein. Du selbst bist ja Kubaner und lebst in Havanna. Vor wenigen Monaten gingen ja die Meldungen um die Welt, dass in Kuba demonstriert wird und viele Menschen auf den Straßen sind und gegen die Regierung protestieren würden. Kannst du uns mal erzählen, was der Grund dafür war, aus deiner Sicht? Ja, zu Anfang muss ich sagen, in den letzten Monaten hat in Kuba eine Reihe von Ereignissen stattgefunden, die diesen sozialen Ausbruch Platz gemacht haben. Die Hauptsache und ganz offensichtlich ist die Pandemie, ja, und die gesamte Krise, die sie mit sich sorgt, sowie die Verschärfung der von der US-Regierung verhängten Blockade. Ja, ja. Eine dieser restriktiven, zum Beispiel Maßnahmen, bestand darin, dass kubanische Banken keine Transaktionen in Dollar durchführen können, sodass Kuba den Umlauf dieser Währung einstellen musste, was die Wirtschaft beeinträchtige. Ja. Die Hauptheimquelle, ist das gut so? Ja, ja. Des Landes ist der Tourismus, ja. bei dem es infolge der Pandemie zum einen Rückfall kam, sodass die kubanische Regierung neue Maßnahmen ergreifen musste, um diese Einnahmequellen zu verlochen. Wie zum Beispiel die Schaffung von Geschäften in Fremdwährung für die ganze Familie, die Hilfe aus dem Ausland erhielt, konnte dort einkaufen und so ein Einkommen erwirtschaften. Beispielsweise Vorräte und Rohstoffe einkaufen zu können. Ja, als die Regierung der Vereinigten Staaten davon erfährt, greift sie auf die oben genannten, weißt du, Beschränkungsmaßnahmen zurück, um zu verhindern, dass die Verwandte von Kubanern, die in diesem Land leben, Dollar senden. Infolgedessen wurde die Situation für Kuba ziemlich komplex, um Einnahmen zu erzielen. Was zu den
Ausgaben hinzukommen, die die Pandemie verursacht hat, insbesondere im Gesundheitssektor, von den Juristen, dass es in Kuba kostenlos ist. Ja. All diese Situationen, die durch eine ganze Hetzkampagne gegen die kubanische Regierung und ihre wichtigsten Führer gefordert würden, verursachten den sozialen Ausbruch, bei dem viele Menschen ihre Unzufriedenheit mit der kritischen Situation demonstrierten. Okay, und das heißt, auf der Straße waren viele Leute, die einfach nur ihre sozialen Lebensverhältnisse verbessern wollten, also infolge dieser Einschränkungen und Restriktionen. Mich würde interessieren, ob aus deiner Sicht, wie die Regierung sagte, neben diesen Personen auch echte Konterrevolutionäre oder Kriminelle oder Gewalttäter auf der Straße waren. In den westlichen Medien hieß es, das war nicht so, das war einfach nur das Volk, was seine sozialen Lebensverhältnisse verbessern wollte. Wie siehst du das? Ja, also auf der Straße gab es Menschen, die aufgrund der Krise wirklich Bedürfnisse hatten. Ja. Auch andere, die die Situation ausnutzen, um Chaos und soziale Unordnung zu schaffen. Sie machten echte Autos kaputt und bewaffnen die Polizei mit Steinen, zum Beispiel. Eine wirklich Unternehmenssituation. Leute können demonstrieren, aber auf friedliche Weise ist kein Ziel, wenn einige ihrer Handlungen die Situation verschlimmern. Und ja, das ist wirklich schlecht. Ja. Aber ja, Leute normal gegen die Situation, aber auch mit dieser Weise mit Steine und Autos kaputt, Geschäfte und so. Ja, okay. Das gab es also auch. Wie hat denn der Staat reagiert? In den kapitalistischen Medien war die Rede von brutaler Polizeigewalt und Unterdrückung. Wie war es denn wirklich? Ja. Die Regierung setzte schnell eine Kommission ein und sie reisten zum Tatort, um mit den Menschen zu sprechen und zu sehen, was passiert ist. Erklären Sie den Grund für viele dieser Situationen und versuchen Sie, ihn so schnell wie möglich zu lösen. Anschließend wurde eine Live-Übertragung im Fenster ausgestrahlt. Gestrahlt. Ja, richtig. Deutsch ist schwer. In der Präsident die Ereignisse sprach. Und auch zusammen mit verschiedenen Ministern über die Situation und was zu tun war, um sofortige Lösungen zu finden. Ja. Durch die Medien, eine Hetzkampagne und alles war sehr verwirrend für diejenigen, die es nicht wirklich erlebt haben. Die Situation war seltsam, aber nicht so wie viele Medien im wirklichen Leben zeigten. Okay. Und das machte, ich sagte ja, dass die Situation war seltsam, aber nicht so wie viele Medien im wirklichen Leben zeigten. Ja, okay. Und du hast schon gesagt, die Regierung hat einen Dialog angeboten und hat sogar einige Forderungen der friedlichen Protestanten oder Protestierer erfüllt. Wie hat denn die Bevölkerung darauf reagiert? Hat sich die soziale Situation ein bisschen verbessert? Ja. Wie ich bereits sagte, sprach der Präsident mit einem Teil der Demonstranten, um die Pläne und Strategien zur Lösung einiger dieser Probleme zu erläutern. Ja. Heute, für mich, heute sich die Situation erheblich verbessert. Aus meiner Sicht war ein wichtiger Schritt, wie schnell die Massenimpfungskampagne im ganzen Land vorangekommen ist, die es ermöglicht hat, viele
wirtschaftliche Aktivitäten und ein normales Leben der Menschen wieder herzustellen. Okay, weil das hier häufig diskutiert wird, würde mich oder würde die Zuhörer wahrscheinlich auch interessieren, wie ist denn die Stimmung auf Kuba? Gibt es viele Leute auf Kuba, die den Sozialismus wirklich abschaffen wollen und zurück in den Kapitalismus wollen, oder ist das eine Minderheit? Wie würdest du das einschätzen? Ja, die meisten, aus meiner Sicht, ja. Die meisten Kubaner stehen mit Sozialismus, weißt du. Ja. Aber es gibt einen Teil, natürlich, die sie Kapitalismus wollen. Aber die meisten, auch diese Leute, wohnen in den USA, leider, in ja. Miami. Und sie haben ja eine Mafia. Und immer bezahlen diese Leute, um etwas schlecht zu machen, zum Beispiel Bombe vor einer Schule oder im Krankenhaus. Und das ist wirklich traurig. Die Menschen erhalten nicht so gut Lohn oder Gehalt hier. Ja. Und das, sie versuchen, diese Leute verkaufen mit Geld aus USA. Und ja, du weißt, manchmal das Geld kann das machen. Ja, klar. Okay. Das heißt aber, dass sehr viele Kubaner schon grundsätzlich zum Sozialismus nach wie vor stehen. Was würdest du denn sagen, was sind im Alltag von dir und deiner Familie denn die Errungenschaften der Revolution, die du am meisten spürst oder erlebst, also die wichtigsten Errungenschaften der Revolution für deinen Alltag? Für mich ist die kostenlose Gesundheit und Bildung. Ich bin in Havanna geboren und ich konnte in Grundschule gelernt, kostenlos, auch im Gymnasium, an der Uni. Und für mich, das ist wichtig. Ja. Egal, woher du kommst, welche Farbe du hast, Sex, ja. Zum Beispiel, du kannst überall lernen. Und für mich, das ist am wichtigsten. Auch Kuba hilft die Leute, die weniger Geld haben. Sie geben dir Lebensmittel oder Medikamente, Diät auch für Menschen, die krank sind. Ja. Und ja, das ist. Die Gesundheit für mich ist da, am wichtigsten, weißt du. Ja, und wo du das gerade erwähnt hast mit dem Gesundheitssystem, wäre vielleicht nochmal wichtig, du sagtest schon, dass die Impfkampagne weit vorangeschritten ist auf Kuba. Kannst du denn sagen, wie momentan die Situation mit dem Impfen ist auf Kuba? Also sind die meisten Menschen schon geimpft? Wie ist das gerade aktuell? Ich glaube, wir müssen noch warten. Ja. Die Situation ist ein bisschen besser, aber besser als die Vergangenheit, weil, wie ich die gesagt habe, zum Beispiel viele Erholungsorte sind bereits in Betrieb. Ja. Und am 15. November, im November, kehrt der Tourismus zurück, ja. Der die Haupttime am Quelle des Landes ist. Es ja. ist ein langsamer Prozess, aber gleichzeitig bringt Fortschritte und es ist wichtig, dass die Pandemie wirklich die Wirtschaft aller und auch aus emotionaler Sicht die Menschen getroffen hat, dass sie lange Zeit isoliert werden musste ja. und das Leben alles verändert. Jetzt müssen wir leben, damit zu leben. Ja. Müssen wir lernen, damit zu leben. Okay. Ja, bleibt die Hoffnung, dass wirklich bald der Tourismus wieder geöffnet werden kann, weil daran ja vieles hängt auf Kuba. Mich würde noch vielleicht etwas Allgemeineres interessieren. In den letzten Jahren wurden ja viele Reformen beschlossen auf Kuba. Auch in der internationalen Solidaritätsbewegung wird viel diskutiert darüber. Einige meinen, dass neben Fortschritten
die gemacht werden, auch die sozialen Unterschiede größer werden auf Kuba und sogar eine kleine Bourgeoisie entstehen würde. Wie ist da deine Meinung zu? Meiner Meinung nach finde ich, wie sagen wir, Entwicklung. Wir müssen neue Reformen machen, um die Ökonomie besser verbessern. Und ja, zum Beispiel im Januar, wir haben die neue Moneda, Nationalmünzen, ja, Geld. Die Währung, ja. Und wir hatten zwei in Kuba und jetzt haben wir eins. Und das finde ich gut. Du kannst schon alle, was du willst, nur mit einer Münze. Und was noch? Neue Reformen. Ja, das ist am wichtigsten. Wir haben einen Plan für 2030. Ja. Und mit der Konstitution, neue Maßnahmen für die Kinder, die ältere Menschen, für die Arbeiter im Allgemeinen. Und ja, zum Beispiel, ich erhalte Geld am Arbeit, was ich mache. Zum Beispiel, ich verkaufe Software. Ja. Und ob ich mehr Software verkaufe, dann erhalte mehr Geld. Ja, okay. Vorher war nicht so. Und die meisten glücklich sind, das ist ein gutes Schritt. Ja, okay. Das heißt, da entwickelt sich gerade viel auf Kuba. Was glaubst du denn, in welche Richtung es geht? Wie wird sich Kuba zum Beispiel in den nächsten 10 Jahren entwickeln? Glaubst du, die Situation wird besser werden oder siehst du da eher pessimistisch in die Zukunft? Gute Frage, gute Frage. Ja. Schwer. In den nächsten 10 Jahren kann ich Kuba besser finden, weil ich meine, die Maßnahme sehr eine bessere Zukunft für uns. Ja. Aber Problem für mich immer ist die USA-Blockade. Ja. Wirklich schlecht. Wir versuchen immer neue Maßnahmen und wir können wirklich entwickeln. Aber warum nicht? Ich bin sozialistischer Jung und ich träume von einer Entwicklung in Kuba zu sehen. Okay. Ja, wir hoffen, dass sich Kuba zum Positiven entwickelt und ja, einmal aus Hamburg jetzt nochmal solidarische Grüße und auf jeden Fall Solidarität mit der Revolution und vielen, vielen Dank, dass du heute an dem Gespräch teilgenommen hast. Grüße nach Havanna. Ciao. Dankeschön.